Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roy-P. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Super Mario Luigi Superstar Saga. Ich weiß das. Ich bin hier runtergegangen. Warum bist du da runtergegangen? War es richtig? Nein, das war nicht richtig. Verdammt. Naja, wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Denn ja. Wir haben im letzten Part Luke Miller besiegt. Yay. Jetzt müssen wir die Sternenbohne finden und sie wieder zurückbringen. Sie ist wohl in den Keller gefallen, weil sie extrem wild geworden ist. Dann springen wir doch gleich hinterher. Ja. Hochschulkeller. Auf in den Keller. Und da ist ein Speicherpunkt natürlich. Natürlich. Ein Nuss. Nuss. Nussige Nuss. 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 Sackiger Sack. Was? Was? Du Sack. Sackiger Sack. Was? Du sackiger Sack? Weiter. Mann, Taniro, was ist los mit dir? Was ist denn mit Taniro los? Ja. Was ist mit Taniro los? M. Ich bin gerecht. Nein. Woher wissen die, wie mein Lieblingscharakter aus Death Note ist? Was? L. Eine Bohne, ja. Okay, okay. Oh. Jetzt tausch wieder mit mir. Ich will laufen. Okay. Naja, wir sind doch nämlich schon fast da. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Räume sind es noch. Hau den. Ich hau ihn doch schon. Oh. Viele Gegner. Die Chomp-Hunde sind nicht gestunt. Ich wollte das machen. Wollte ich das extra Kommando machen? Oder wolltest du nicht dein extra Kommando eigentlich bekommen? Wenn ich aber bekommen. Würde wäre gut. Mann! Ich glaube, wir wurden vorgeheilt, oder? Keine Ahnung. Bunk. So, wann? Huchu! Eine Nuss! Ah, Nüsse! Nüsse! Ja! Hey, der hat's gar nicht verändert. Ja, weil er gestunt ist. Oh. Boah. Ich hab mal Bock, den zu töten. Ups, das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Wir springen nochmal auf den. Na, verdammt. Na, verdammt. Jetzt ist er schon tot, Mann. Wie nervig. Normal. Boink. Ui. Rote Pfeffer. Let's go. Oh, ich habe ihn auf die Rübe gehauen. Geil. Nice. Warum ist er nicht tot, Mann? Ja, gib mir mein extra Ding. Gib es mir. Mann. Wenn du spielst, bin ich immer noch dabei, da zu lernen. Gib es mir! Bam. Weil beim finalen Boss sind, bin ich halt immer noch am Lernen. Dann lerne ich das mehr. Ja. Oh, ich hab's. Oh. Knorke. Das ist voll Knorke. Bonk. Wieso hab ich das jetzt mal endlich drauf, ey? Und er ist grün. Ah, geh weg. Oh mein Gott, er hat einen Kurzschluss. Also alle seine Aktionen sind vertauscht. Ja, yeah. Sind überhaupt einmal auf dich losgegangen bisher? Wie springen? Nee, hier, wie haben wir einsetzen? Bam, 40. Hast du das gesehen? Ja. Boom. Boom, nein. Nein.
Er hat einen Kurzschluss. Oh nein. Ah, ist cool. Voll spannend trotzdem. Aha. Okay, der hat keinen Kurzschluss mehr. Und jetzt ist er tot. Doch, Mann. Er hat noch gut KP. Und jetzt ist er tot. Ein Schulemblem. Und wieder. Das war wann mit dem Feueremblem? Hau mich. Hau mich. Ja, ich versuch's ja. Hau mich. Hau mich! Bitte sehr. Danke. Jetzt bewegen wir uns weiter. Jetzt bewege ich uns weiter. Und jetzt lauf weiter. Ah, wo kommt der denn her? Kommt der her? Gib mir mein Kommando. Gib es mir. Gib es mir. Dreck, verdammt. Nein. Du sollst dein Kommando nicht bekommen. Entschuldigung. Ich habe ihn gehauen mit dem Hammer. Was wollt ihr dagegen tun? Oh Gott, das sind drei von denen. Das ist jetzt gut genug, um dein extra Kommando zu üben. Ups. Ich will erst den gelben ausschalten. Nee. Come on, my brother. Hello, my brother. Hello, my baby. Bonk. Mm. Bonk. Und drei, jetzt sind sie tot. Drei Gelbe ergeben einmal tot. Yeah. Und direkt auf. Ups. Na, nein. Au, er hat mich gebissen. Wie kann das wahr? Bonk. Und jetzt sind sie tot. Wieder drei Gelbe. Oh. Ja. Da war eine Menge Gegner. Ah! Er hat dich gebissen. Da biss er sich. Dann bisse er sich. Ja, drei Gelbe. Wir haben was gegen Gelbe. Ja. Wenn ihr gelb seid, dann nichts für ungut. Ja. Aber wir hassen euch. Deswegen hat ein Sprung erledigt. Ja. Bin One Punch Mario. Er kommt ganz langsam auf mich zu. Bank. Ja, einfach. Boah. Ey, jetzt muss ich ihn gerade noch einsetzen. Du hast allein schon seit Ewigkeiten. Ja. Glaube ich, habe ihn kaputt gemacht. Level 20. Hey. Hurra. Hm, ich hätte gerne mehr. Boah. 2, 5. Nein. Nein, könnte es wahr. Was darfst du dich sein? Hab ich letztens genommen, ne? Na, ich glaube, du kommst von Bilden. Du sollst mehr Bruderpunkte nehmen. Ach, warte. Damit du auch gut in deine Hacke üben kannst. Nein! Oh, ich hab nur 2 bekommen. Super Sirup. Ja. Also, es ist schnell. Komm schnell. Also, ich wollte springen, aber geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Was ist Minian, Mann? Wollte schon wieder Gelbe. Ja, wir haben echt was gegen Gelbe. Unterirdisches Kraftwerk. Lachhochschule. Keller. Meinst du, wir sind in einem Keller unterwegs? Ja. Hey, wir haben schon wieder eine Gradzahl. Sehr gut.
Ich habe ihm voll auf die Rübe gehauen. Hey, das hast ihn kaputt gemacht, Mann. Ja, das hast ihn kaputt gemacht, du blöde Kuh. Ja, und er geht auf. Ha, ich. Das wäre so schön, wenn ich jetzt mein extra Kommando kommen würde. Na, weg. Du bekommst kein extra Kommando. Danach noch erstmal finden, ne? Weil ich dann einsetzen muss. Okay, jetzt müssen wir die Typen da reinschlagen. Ups. Warum kann ich nicht? Oder nicht? So. Jetzt. Moink. Was ist das denn da unten? Das sind unsere Leben. Wir dürfen nämlich nicht verkacken. Weißt du, wie ich mich dabei fühle, mein Bruder? Fett. Mein Gott. Du musst schon früh draufhauen. Mein Gott, ey. Ich glaub, das war irgendwie nicht, passt irgendwie gar nicht rein, ne? Boah. Nochmal. Friss das. Nimm er das. Ja, ein bisschen. Ja, okay. Ja, nein. Nein. Ja, okay. So. Die sind doch immer noch am Leben, das ist doch voll. Das sind Roboter. Ja, und die können auch leben. Oh, wie läufst du so? Zoomalor! Nein. Das kriegen wir schon noch eben. Ja. Wir hoffen alle random, ey. Was ist das denn? Einmal so und der eine oder auch nicht. Na, oh. Fast. Nee, okay. Oh nein. Oh. Soll ich es gleich mal machen? Ich hab schon den, keine Sorge. Der ist einfach. Boom. Ja, der ist ja einfach. Ja, jetzt musst du hier noch so kommen, so 2 Stunden. Gott, verdammt, der Dreck. Sehr gut, jetzt schaffe ich den mit einem Schuss. Pass auf. Oh. Ah, siehste. Geil. Die Rückkehr. Jetzt da noch so ein Schild dran gemacht, woran steht. So, 2 Stunden später. 2 hours later. Habe ich ehrlich gesagt mal eingefügt hier, weil er das kurz einmal, also wenn so ein Ladebildschirm war, der irgendwie eine Stunde irgendwie so geladen hat. Also 2 hours later. Bin zur Toilette gegangen, kam zurück, da war immer noch ein Ladebildschirm. Echt? Guck mal da. Bohnen. Ich guck mal hier. Na verdammt. Ja, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will sie nicht mehr. Wow. Ach, sieh an. Ich denke nichts Böses und plötzlich fällt mir die Sternbohne vor die Füße. Ja, wenn es Schätze regnet, kann das nur eins bedeuten. Heute ist mein Glückstag. Oder liegt es doch an meinem Talent als Dieb? Wahnsinn, Chef. Hm. Hey, Azubi. Jawohl. Jawohl! Töte. Wenn mich meine Augen nicht täuschen. Sind das die da drüben noch, der rote und der grüne von neulich? Hi. Oh Mann. Das ist genauso wie beim letzten Mal. Voll daneben. Hey, Azubi. Jawohl! Wiederholungen sind doch deine Spezialität, oder? Es sieht schon wieder nach einem Kampf aus. Jawohl! Aber erstmal Sternbohne beiseite legen. Ja.
Man ist in diesen Zeiten muss man einfach fair sein. Okay, Cloud und Bowser zu wie schon wieder. Ja, erleben wir nicht, aua, erleben wir hier nicht irgendwie so eine Art Déjà-vu? Déjà-vu? This place before? Nein. Aua. Sind gerade zweimal auf mich los? Nee, einmal auf mich. Verdammt. Geh weg. Are you okay, my brother? Hier. Ich bin mit meiner Nase aufgefangen. Mit der Nase aufgefangen. Das ist schon down, ey. Ah. Kommt es mir irgendwie so vor, dass es voll zu overlevelt? Ach, was. Das stimmt schon alles so. Ja. Gibt's doch nicht. Hui. Hui. Das war aber knapp, ne? Weil so lange bin ich mein Dings ab, ey. Nur keine Brüderkommandos mehr. Nee. Also. Mach ich aus Versehen irgendwie als falsch die ganze Zeit, oder? Nein, machst du nicht. Das kann doch nicht so lang dauern, ey. Hart, 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 hart. Na komm, Azubi, der sehr bekannt irgendwie aussieht. Vielleicht ist das ein Prominenter. Yes. Wie du bekommst eine Idee, wenn ich das mache. Aua. So, jetzt kann es ja endlich weitergehen. So, weißt du was? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Nochmal. Weg. Sag ich doch. Wie wusste er das nur? Ich habe 9 Erfahrungspunkte mehr als du, ey. Brablub. Was zum? Der Schatz will abhauen. Was? Den schnapp ich mir. Wir machen einen auf Kirby und fliegen jetzt weg. Ja. Ui. Ui. Das ist irgendwie nicht sehr sicher. Nee. Oh nein. Ui. Jetzt erinnere ich mich. Ich bin doch. Ja, ich bin König Bowser. Ach was. Oh nein. Ostbodenland. Eila hihihi. Ja, nein, oder? Wo ist mein Bruder? Hat jemand meinen Bruder gesehen? Au! Au! Mama mia! Was machen wir denn da? Ich glaube, ich spring mal drauf oder so. Okay. Oh yeah! Ich hätte schon meinen Hammer rausgeholt, keine Sache. Ach, was? Na gut, okay. Ich denke mal, das reicht für den Part. Nee, wir haben 19 Minuten jetzt. Da geht noch was. Okay, da geht noch was. Denn hier bekommen wir nämlich eine neue Fähigkeit. Geil. Eila hihihi. Hier liegt ein altes Turmangerät. Spielen? Aber sofort. Aber nein. Aber nein, aber ja. Aber nein, aber ja. Aber nein, aber ja. Aber ja, aber nein, aber ja. Aber nein, aber ja. Aber sofort.
Eine Woche ist vergangen, seit die Grimm-Zoologie-Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Die Rätsel nach Lebewesen, welche diese Insel bevölkern, nennen wir Gekiecher. Sie bemühen sich mit dir, mit Sprache zu kommunizieren, aber man versteht sie kaum. Geil. Naja. Was ist das hier für eine Insel? Und ich habe gerade versehentlich für dich B gedrückt. Ich kann so sagen, ich war. Wenn das hier die Eilahi im Kiechermeer ist, sind wir dann das Gespött des Reichs. Nur das halt. 3 Wochen, seit unsere Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Heute haben wir eine überraschende Entdeckung gemacht. Als wir uns an einen roten Gekicher näherten und ein Feuer machten, verwandelte sich das rote Gekicher in ein Monster, sobald es mit dem Flammen in Kontakt kam. Das Gekicher-Monster griff uns an. Ein Mitglied unserer Mannschaft wurde nach dem Monsterangriff selbst zu einem Gekicher. Es erscheint sinnvoll, sich den Gekicher nicht zu nähern, um sie nicht zu provozieren. Am besten sollte man sie aus einiger Entfernung mit Flammen angreifen. Denkbar, dass auch das blaue Gekicher unter einem Stimulus dieses Metamorphose vollzieht. Entgegen aller Einwände und Risiken verdient es auch, diese Frage erforscht zu werden. Was hat es hier mit auf sich? So, du blöde Krabbe. Was? Hast du das gesehen? Kommt das ins Best-of? Also. Das ist eine Bohne. Du hast einen Krabbe getötet. Ja. Die hat mich gerade angegriffen. Hast du das vergessen? Ich sag's nicht zu, oder? Möchtest du tauschen? Okay. Danke. Was kostet eine Chance? Ich weiß nicht, was eine Chance kostet. Weißt du das? Nein. Du! Eine Chance im Leben? Ich habe ein Problem. Können nicht pfeifen. Okay. Du helfen. Euch bezahle gut. Hier, Feuerpalast. Neben einem Donnerpalast. Puh, Gekicher, jetzt erschöpft. Diese Musik, ey. Was machen, wenn im nächsten Zimmer treffen auf Herrn der Flammen? Löschen. Hau mich mal da durch. Ich geh mal weiter. Ich hau ja schon. Ich sein. Ich bin du. Nein, du bist ich. Ja, ich bin du. Was ist denn jetzt? Das hat Licht ausgemacht. Was zum? Wow, ich bin wieder groß. Cool. Hallo. Willkommen im Feuerpalast. Hereinspaziert. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Gewartet und gewartet. Und du hast mich warten lassen. Ich weiß nicht, wer du bist. Den letzten Besucher empfing ich vor mindestens 3000 Jahren. Das ist lang. Mir war so langweilig, aber genug davon. Also, was ist dein Begehr? Keine Ahnung. Geld. Geld. Wie bitte? Du hier? Nun ja, hier. Du weißt schon, hier. Wo bin ich her? Na du, was macht man hier nochmal? Was wollte ich noch tun? Und überhaupt, wo sind wir hier? Und wer bin ich? Na, wenn man 3000 Jahre lang keinen Gast empfängt, dann ist es wohl okay, wenn man so einiges vergisst. Tu dir keinen Zwang an und fühl dich wie zu Hause. Komisch, ne? Mach das Ding kaputt. Mit deinem Hammer. Das ist das einzige Logische, was man hier machen kann. Ich fass mal an. Ah! Ist das heiß? Kannst du jetzt Feuer werfen? Oh, ich glaube, meine Hand brennt. Ich glaub's auch. Jetzt dämmert's mir. Das hier ist die Halle der Flammen, in der man die Macht der Hand erlernen kann. Die Macht der Hand. Das ist meine Lieblingsfähigkeit. Ich hab dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Aber natürlich. Die Hand. Du möchtest, dass ich dich die Fertigkeit der Flammenhand lehre. Habe ich recht? Oder? Stimmt doch, oder nicht? Das erkenne ich in deiner Haltung. Du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in die Kunst der Feuerhand einweihen. Lass sehen. Ich will auch eingeweiht werden. Drücke eher, um die Macht der Hand auszuwählen. Feuer! Die Macht der Hand. Halte erst angedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass dann den Knopf los. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuch es einmal. Okay.
2. Mario hat die Feuerhand erlernt. Nice. Was mit mir? Meine Hand brennt schon wieder. Ah, klappt doch schon ganz gut. Diese Fertigkeit erlaubt es dir, einen Flammenball in deiner Nähe zu entzünden. Probiere es. Hier werden sich völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und nun lebe wohl. Wie zum Beispiel dein Bruder. Gar nicht mal so schlecht. Schön. Mein Bruder. Heißt das, wir können jetzt Leute verbrennen? Also ich kann Leute verbrennen. Ich will auch Leute verbrennen. Du kannst keine Leute verbrennen. Ich kann Leute verbrennen. Tata. Oh. Ist das nicht schön? Ich habe Feuer. Der war so groß. Ja. Ein Fisch gefangen, der war riesig. Ja. Mein Bruder. Komm mit mir, mein Bruder. Warum brennt denn deine Hand so? Ja, hier, willst du mal was sehen? Na, beeindruckt, mein Bruder. Erinnert mich irgendwie an so eine Szene von Avatar. Was? Wo dann auch gesagt wird, ich glaube, deine Hand brennt. Nein. Kommt einfach so, sagt so, hey, ich bin der Avatar. Dann macht er irgendwie so einen Trick, so mit Luft irgendwie, und dann ist irgendwie so ein Typ, der kommt vor einen epileptischen Anfall, so voll so Schaum im Mund, und dann gibt dann einfach um. Das hier Donnerpalast, nebenan Feuerpalast. Oh, krieg ich Donner? Boah, ich will Donner haben. Ja, du bekommst Donner. Jawohl. Ist das nicht cool? Ich krieg Feuer. Aber jetzt mal wirklich, welches Element würdest du eigentlich am liebsten haben wollen? Donner. Ich hätte gerne Eis. Ja, okay. Oh, ich freue mich, ich krieg Donner. Unbegrenzte Macht. Puh, gekicher, jetzt erschöpft. Muss ich mir auch noch mein Ding haben. Ich sein wahrer Donnermeister. Oder wahrer Lügner. Come on, geh durch, mein Bruder. Fußballspieler, König im Weltraum. Mit einem Schnurrbart. Okay. Du kannst uns nennen Gekicher, aber nicht fragen nach Grund. Warum? Den darfst du natürlich auch sprechen. Ja. Ich glaube, du hast das Licht auch. Boah. Du, der dich zum Power Donnerplatz verirrt hast. Dies ist ein Ort der Übung für wenige Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diesen Weg fandest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch bist du nicht erwünscht an diesem heiligen Ort, und darum ziehen von dann. Tschüss. Alter, der hat dir hier eiskalt rausgeschmissen. Das ist Wagen. Ja. Oh, oh, ich wollte den kaputt hauen. Oh, fass ihn an. Mein Bruder? Ich habe die Macht. Hey, mein Bruder, ich glaube, deine Hand steht unter Strom. Oh nein. Nein. Ich kann nicht fassen, dass du das gerade getan hast. Was bist du für ein Herr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren? Berühren? Aber wenn du den Donner berühren kannst und nicht von seiner Macht vernichtet wirst? Hast du wohl wirklich die Gabe der Donnerhand oder Gummihandschuhe an? Wohl an, so sei es denn. Ich werde dich in der Kunst der Donnerhand einweihen. Drücke R, um die Macht der Donnerhand auszuwählen. Oder Hand einfach noch. Banner. Banner. Halte das A gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass dann den Knopf los. Damit kannst du einen Sturm von Donner und Blitz entfachen. Nun versuch es einmal. Ja, versuch es. Wander. 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 Und dann gibt's voll Mittelfinger. Luigi hat die Donnerhand erlernt. Luigi, deine Hand steht unter Strom. Ja, ausgezeichnet. Setz diese Kraft mit Bedacht ein. Wenn ein Gegenstand den Eindruck erweckt, er könnte Strom leiten. So lebendig habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Tschüss. Oh, sehr gut. Hm. Wo geht's wieder raus? Da. Wander.
Hello, my brother. Where are you? Come on, yeah. Wow. Okay, jetzt wollte ich mal einen Speicherpunkt auf der Mund. Ja, ja. Also. Beinahe. Ah! Wie jetzt? Wie jetzt? Ich hab deinen Arsch angezündet. Was willst du jetzt dagegen tun? Ja, komm her. Komm her. Warum drückst du A? Oh, oh, Sehr gut. Du hast mich unter Strom gestellt. Das tut doch weh. Ich weiß nicht, was schmerzhaft ist, jemanden unter Strom zu stellen oder den zu verbrennen. Ja, da sind beide Bomben. Ja, vielleicht kann man das ja in den Kommentaren hier sagen. Was ist schmerzhafter, jemanden zu verbrennen oder jemanden unter Strom zu stellen? Ja, unter Strom. Lang genug unter Strom ist, dann verbrennst du auch innerlich. Also. Ja, innerlich ja, aber wenn du schon vorher verbrannt bist, dann verbrennst du ja sowieso. Oh. Wie auch immer, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.